Servus Leute, ich bin Sascha, heute mit dem zweiten Video und den Servicearbeiten. Wir werden heute machen alle möglichen Wartungsarbeiten. Fangen mal an mit Zündkerze, neue Luftfilter kommt rein, da kommt was Besonderes rein, und zwar ein K- und N-Luftfilter. Normalerweise sind ja diese Schaumstoffluftfilter, aber hier kommt dann ein richtiger von K und N rein. Dann machen wir Motor- und Getriebeölwechsel und die KTM bekommt noch einen mechanischen Steuerkettenspanner. Also, starten tun wir erstmal mit der Zündkerze. Ich habe da die gleiche, die original auch drin ist, und zwar ist das eine NGK. Die richtige Zündkerze ist die LKAR8AI-9. Ich verlinke es euch aber auch alles unten und zeige es euch auch nochmal hier. Das ist die richtige für die 530EXC, Baujahr 2010 oder Baujahr 2008 bis 2011. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an, die einzubauen. Dazu müsst ihr Sitzbank runter machen und den Tank runter machen. Ich habe das alles schon vorbereitet, das muss man jetzt alles nur abstecken, damit es ein bisschen schneller geht. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, jetzt haben wir hier den Zündkerzenstecker. Den zieht ihr einfach mal ab. Dann habt ihr die alte Zündkerze hier. Ich würde euch eigentlich empfehlen, erstmal dann hier sauber zu machen, vor allen Dingen bei den Enduro-Maschinen. Da ist dann überall immer Dreck und sonstiges, wenn ihr die Zündkerze weg habt, nicht, dass der Dreck da reinfliegt. Ja? Ich habe das alles schon mal vorbereitet. Die Zündkerze ist auch schon lose. Noch was anderes, einen Zündkerzenstecker oder einen Zündkerzenschlüssel oder wie auch immer man es nennt, habt ihr in eurem, ja, ihr kriegt, wenn ihr eine neue EXC kauft, so ein kleines Werkzeugtäschchen mit, und da drin ist genau dieser Schlüssel drin. So, jetzt haben wir sie. Ich zeige es euch mal von nahem. Komm schon, Fokus. 55 Betriebsstunden, 52 Betriebsstunden, rechts nagelneu. Jetzt machen wir mal die neue rein. Hier habt ihr dieses Werkzeugtäschchen, das kriegt ihr von KTM mit. Und da ist auch der Zündkerzenschlüssel drin. Achso, was ich dazu auch noch sagen wollte, ich bin übrigens kein Kfz-Mechatroniker oder sowas, also entschuldigt oder habt Gnade mit mir, wenn ich irgendwas falsch oder nicht so professionell mache. So, fest, Zündkerzenstecker wieder drauf. Somit ist die Zündkerze fertig. Also als nächstes ist der Luftfilter dran. Da habe ich hier einen von K&N. Und zwar ist das kein normaler, sondern normalerweise gibt es ja diese Schaumstoffluftfilter bei den Enduro-Modellen. Das hier ist jetzt einer aus einem Baumwoll-Alu-Gewebe. Aber ich packe das jetzt hier mal mit euch gemeinsam aus. Dann haben wir hier den eigentlichen Luftfilter.
Der ist auch schon vorgeölt. Dann eine Bedienungsanleitung oder Einbauanleitung, auf Englisch allerdings. Und dann ist hier noch zweimal so ein Öl dabei oder ein Fett, das man zwischen Luftfilter und Luftfilterkasten schmiert, sodass es abgedichtet ist und da kein Schmutz reinkommen kann. Also fangen wir mal an mit der Montage. Hier hinter ist der Luftfilterkasten. Ich mache den mal. Müsst ihr einfach das so rausklipsen. Hier unten anfangen. Und dann das Plastikteil vorziehen. Jetzt habt ihr hier den Luftfilterkasten. Normalerweise ist da außenrum überall extrem viel Dreck aufgrund von Endurofahren und sonstigem. Ich habe das jetzt alles schon gereinigt und sauber gemacht und jetzt kann man den Luftfilter auch einbauen. Wenn ich irgendwas hier am Luftfilter mache, tue ich meistens einen sauberen Lappen vor den Vergaser stecken, dass da auf jeden Fall nichts reinkommt. Kann man jetzt wegnehmen. Und jetzt können wir anfangen, den Luftfilter einzubauen. Also Leute, weiter geht's im Text. Zu dem K&N Luftfilter habe ich mir auch gleich hier spiegelt K&N Luftfilter Reinigungssatz. Das ist einmal zum Reinigen, so ein Spray zum Reinigen. Danach spült man es mit klarem Wasser ab und dann ist da neues Luftfilteröl drin. Die sind jetzt zwar schon vorgeölt, aber ich tue den jetzt nochmal ein bisschen ölen, dass das auch alles passt. Also hier haben wir einmal den Luftfilterreiniger. Den brauchen wir jetzt heute noch nicht, weil der ist neu, der K&N-Filter. Und dann haben wir hier Luftfilteröl. Das tragen wir jetzt ein bisschen auf. Von beiden Seiten. Erstmal kurz gucken, was da rauskommt. Okay. Das war jetzt einmal die Innenseite. Jetzt machen wir nochmal die Außenseite. Das Set geht preislich auch eigentlich klar. Ich hätte gedacht, dass es viel teurer ist. Das sind zwei K&N Produkte. Also von der Marke vom Luftfilter, hat zusammen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 15 Euro gekostet, also ist eigentlich voll in Ordnung. Jetzt kommen wir zur Montage des Luftfilters. Der Luftfilter kommt in den Luftfilterkasten. Damit er hier richtig abgedichtet ist, haben die ja hier noch so ein spezielles Mittel, so ein spezielles Fett oder was auch immer mitgeliefert. Das muss man jetzt noch auf die Innenseite vom Filter auftragen. Und zwar hier. Dort, wo der Filter aufliegt, das würde ich mir vorher auf jeden Fall anschauen an eurer Stelle. Bei mir ist es jetzt genau in dieser Rinne, liegt der Filter auf und dort tun wir jetzt auch das Mittel drauf. Okay, ziemlich dickflüssig. Das ist jetzt einfach dafür da, dass das 100% dicht ist und dass wirklich die Luft nur über die Filterfläche angesaugt wird und der nicht noch Falschluft am Rand zieht. Dass da auf jeden Fall keine Schmutzpartikel reinkommen. Ich baue ja meine Maschine auf Supermoto um, da ist das jetzt vielleicht nicht ganz so wild, weil ich größtenteils eh nur auf der Straße fahre. Aber wenn man natürlich gerade auf der Crossstrecke unterwegs ist oder im Wald oder sonst wo, wo viel Staub ist oder Dreck, macht es natürlich viel Sinn, das hier alles richtig abzudichten. So, jetzt haben wir das und jetzt können wir den Luftfilter einbauen. Einmal den eingeölten und ich sag mal
abgedichteten Luftfilter jetzt einbauen. Schaut am besten vorher, wie genau der reinkommt. Ich habe mir das schon angeschaut, sonst, weil es ist nicht ganz so einfach. Aber ihr könnt hier drauf schauen. Ich kann es jetzt schlecht anfassen, ja, aber da ist ein K&N-Logo drauf. Danach könnt ihr euch ein bisschen richten. Das sollte man im eingebauten Zustand schon lesen können. So, wenn der Luftfilter an der richtigen Position ist, nehmt ihr hier das Also ich sag's euch, von hier oben ist es nicht ganz so einfach. Dann die Kappe drauf, Führungskerze so. So. Stift da rein und einhaken. Nochmal kurz gucken, ob der hier auch richtig sitzt. An allen Ecken. Ja, also hier passt jetzt alles. Der sitzt gut. So, jetzt mal noch kurz zwei, drei Worte zum Luftfilter. Warum habe ich mir jetzt einen K&N-Luftfilter geholt und nicht einen von den normalen Schaumstoff-Luftfiltern, die jede andere Enduro hat? Also einmal, K&N ist eine bekannte Firma, die Luftfilter sind hochwertig. Das hier ist jetzt auch ein Baumwoll-Alu-Gewebe. Soll luftdurchlässiger sein, einfacher zu reinigen, weil die Schaumstoff-Luftfilter, die normalen, die kann man immer nach, weiß ich, dreimal reinigen oder sowas, zweimal reinigen, kann man die wegschmeißen, weil die einfach auseinanderfliegen. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Dann erhoffe ich mir, hoffentlich hören wir das später noch, ein besseres Ansauggeräusch. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann euch dann berichten in ein paar Monaten, wenn ich den ein bisschen gefahren bin, ob ich es nochmal kaufen würde oder ob ich es nicht mehr machen würde. Ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Batterie, die habe ich geladen. Die war noch in Ordnung, habe ich einfach nur geladen und die kommt jetzt mal rein. So Leute, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier mal ein bisschen frühzeitig. Ich wollte eigentlich noch den Ölwechsel und den mechanischen Steuerkettenspanner auch noch in dem Video machen, aber das wird alles viel zu lang, deshalb beenden wir das jetzt mal. Wir haben ja bis jetzt geschafft den K&N-Luftfilter, die Batterie ist drin und dann haben wir noch die Zündkerze gewechselt. Das reicht jetzt erstmal für das Video. Ich verlinke euch die ganzen Sachen unten in der Videobeschreibung, sei es der K&N-Luftfilter oder die Zündkerze, einfach alles, was ich heute gebraucht habe, verlinke ich euch unten und wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt oder sonst was, könnt ihr mir gerne schreiben oder auch kommentieren. Dann würde ich sagen, das war's für heute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.